Diese farbigen Bilder erlauben den Blick ins tiefe Innere. Seit kurzem sind die Radiologen am Elbland-Klinikum Meißen in der Lage, noch detailliertere Diagnosen stellen zu können. Mit einem neuen Computertomographen mit Spektraldetektor bieten sich völlig neue Möglichkeiten. Jetzt fahren wir das CT wie früher auch und haben aber die Möglichkeit, hinterher einen viel größeren Datensatz auszuwerten. Die Röntgenstrahlen haben unterschiedliche Energien und diese Energien können wir abbilden. Das bedeutet der spektrale Datensatz. Den können wir immer aufrufen. Das ist das Schöne an dem Gerät, dass das am Detektor getrennt wird und ausgelesen wird. Das konnten wir vorher nicht. Da mussten wir eine Doppeluntersuchung machen, ein Kontrastmittel, Ultraschall durchführen oder eine MRT-Untersuchung. Und wir hoffen, dass wir das den Patienten ersparen können. Mehr Daten und damit ein hohes Maß an Genauigkeit führen dazu, die Untersuchungen für den Patienten schonender durchführen zu können. Weniger Strahlenbelastung durch weniger Durchläufe. Auch für die Mediziner eine neue Herangehensweise, die fordert. Das ist ja doch eine sehr stark technische Methode. Man spaltet praktisch ein Elektronenbündel auf und sortiert das nach Energien. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise und man muss dann schon physikalisches Verständnis entwickeln und eine andere Blickrichtung auf die Bilder einnehmen. Was für den Laien nur farbige Bilder, ist für die Ärzte eine genaue Momentaufnahme und für den Patienten mitunter eine lebenswichtige Erkenntnis. Gerade bei einem Schlaganfall können die vermeintlich bunten Bilder überlebenswichtig sein. Hier haben wir mal ein Beispiel einer sogenannten Hirnperfusion. Das ist eine Darstellung der Hirndurchblutung. Das gab es natürlich vorher auch schon. Aber mit der spektralen Bildgebung haben wir die Möglichkeit, den Gefäßkontrast zu erhöhen, indem wir eher zu niedrig energetischen Bilddaten greifen. Und uns hilft das im Prinzip in der Entscheidungsfindung bei einem ganz, ganz frühen Schlaganfall, wie viel Gewebe untergegangen ist, wie viel Gewebe noch zu retten ist. Und damit kann man sehr schnell eine gute Therapieentscheidung finden. Und mit diesem sehr guten Kontrast sieht man im Prinzip hier oben blau dargestellt, dass es ein Areal gibt, wo die Durchblutung erstmal herabgesetzt ist. Und dann sehen wir, dieses Areal ist deutlich größer als das kleine. Und dieses kleinere Areal ist das Gebiet, wo ein kritischer Durchblutungswert unterschritten ist. Und das ist praktisch das Gewebe, was wir dann hier farbkodiert rot darstellen, was untergegangenes Gewebe ist. Und das grüne ist das, was man mit einer sehr schnellen, zügigen Therapie also retten kann. Und dann schaut man im Prinzip, ob da noch entscheidend Gewebe zu retten ist und wie groß das ist. Neben Schlaganfällen können viele weitere Beschwerden diagnostiziert und analysiert werden. Die erlangten Erkenntnisse werden dann von den Radiologen weitergegeben. Der Weg ist sogar so, dass jeden Tag für jede Abteilung Konferenzen durchgeführt werden und mit dem Kliniker die Bilder besprochen werden. Wir bekommen klinische Hinweise und können anhand der Bilder die Diagnosen sicherer machen. Und das hat Auswirkungen auf die Therapie der Patienten. Die Radiologie des Elbland-Klinikum Meißen verfügt bereits über eine sehr gut ausgestattete bildgebende Diagnostik. Mit der Erweiterung der Diagnosetechnik mit dem Spektral-CT ist man in Sachsen ganz vorn dabei.